Ich habe mich in den letzten Jahren so viel mit Pfanne beschäftigt, dass ich euch mal einen kleinen Zusammenschnitt geben möchte, was eine einigermaßen funktionierende oder gute Pfanne ist im Preis-Leistungs-Verhältnis und was einfach alles Lügen sind und nicht Lügen und wo es gut und schlecht ist. Ich fange einfach, zuerst mal gehe ich mit der Summe rüber und dann gehen wir zum Detail. Also, ganz schlecht, Wohlpfanne. Hier ist der ganze Belag kaputt gegangen, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren. Gebrauchte Wohlpfanne, aus dem eBay gekauft, aus Guss, liegt schwer in der Hand. Belag ist einigermaßen noch ganz, aber geht auch gerade kaputt. Dann emaillierte Pfannen, habe mich auch damit beschäftigt. Silit zum Beispiel, ja, heißt ja dann immer Silit, ist... Funktioniert zwar, der Belag selber ist zwar gut, aber das Ding taugt meiner Meinung nach nichts. Dann gibt es ja immer diese weißbeschichtete mit, wie heißt es, mit Stein beschichtet oder wie auch immer. Ist ein großer Scheiß, zeige ich euch nachher im Video. Das brennt dann danach immer an, das ist jetzt Elo, die andere ist aber vergleichsweise, was man im Internet findet. Jetzt kommt meine Liebling. Das ist mein Liebling, das ist Aldi, ganz normal, Croft oder wie es heißt. Funktioniert hervorragend, wenn man einige Sachen einhält und das ist Tefal. Tefal funktioniert auch sehr gut und liegt schön leicht in der Hand. Und da kommen wir jetzt gleich zu den Ergebnissen, warum. Und mit dem, und das hier zeigt, wie ihr eure Frau glücklich machen könnt. Und zwar... mit den Pfannen, von denen ich ein kleines Video mache, aber auch mit dem, was man in einer Pfanne machen kann. Und zwar so leckere Sachen. Und das ist jetzt eine Aldi-Pfanne. Und bei der Aldi-Pfanne, die habe ich jetzt schon ein Jahr. Natürlich blöd, wenn man nur mit einer Hand arbeitet. Aldi-Pfanne und die Aldi-Pfanne funktioniert einwandfrei. Dazu muss man mit dem Deckel arbeiten. Am besten so ein 28 cm Wolldeckel. Der ist nicht ganz gut. Und in meinem anderen Video komme ich noch zu meinen Pfannen. Das ist meine zweitbeste Pfanne. Die hat meine Rose gekauft von Tefal. Die ist nämlich schön leicht. Und die ist aber kleiner. Da passt der Deckel nicht auf. Aber ich zeige dieses ganze Video deswegen dann, weil es um die Oberfläche geht. Wenn man hier so im Spiegel schaut, da sieht man, wie die manchmal schon ein bisschen verkratzt ist. Und da geht natürlich die Fähigkeit verloren. Das liegt daran, wenn irgendwelche Leute mit einem Messer da reingeht oder so. Oder was der Tod einer jeden Pfanne ist, sind die hier. Der in Gelb, das ist der Tod einer jeden Pfanne. Und das in Blau ist der wieder, wie man die Pfanne ewig lang halten kann. Weil diese Pfanne, die habe ich schon ewig, also mal gefühlt ewig, ein Jahr, die wird nur mit dem sauber gemacht und das zerkratzt nichts. Die haben wir natürlich jetzt nicht mit dem anderen sauber, gemacht, aber die Oberfläche geht auch trotzdem schnell kaputt. Und jetzt zeige ich nur eins. Und zwei. Das Extrem-Gegenbeispiel. Das ist die Wohlpfanne. Von der Firma Wohl hat man sogar eine Garantie drauf. Aber wie man sieht, ist die Oberfläche kaputt gegangen. Und das liegt zum Teil daran, weil die natürlich mehr versprechen, als sie haltet. Aber im Wesentlichen ist es so, wenn man das auf 3 betreibt, dann wird die ziemlich heiß. Wenn man sie leer betreibt, das müsste die Pfanne abkönnen, kann sie es aber nicht. Und die Aldi-Pfanne, die kann es. Ja, das muss man hier mit immer der Deckel drauf lassen. Aber ich habe ja nur eine Hand frei. Schön mit Feuchtigkeit, die lecker, die Aubergine machen, da kommt der Deckel drauf
Da gibt es nichts anderes als ein Dampfverfahren. Und die Dinger müssen hier noch rutschen können, ja? Da kann der Rosin überhaupt nicht mitschmecken und der andere auch nicht. Das ist absolut das Beste für eure Frauen. So, jetzt aber genug geredet. Jetzt kommen wir erstmal zur ersten Pfanne. Und zwar die WMF-Pfanne hier. Die habe ich 2014, also vor 3 Jahren, getestet, für mich mal niegelnagelneu gekauft und gleich nach dem ersten Tag, also man sieht hier diese wunderschöne Beschichtung, und nach ein paar Tagen ist mir gleich aufgefallen, dass die eigentlich auch hier diese Anti-Haftbeschichtung nicht funktioniert hat, und man sieht es daran, dass es hier so Flecke gebildet hat, und wie gesagt, haben wir hier WMF Chroma Guns, hat uns ganz arg leid getan. Und die Verkäuferin hat gesagt, naja, es tut ihr ja auch leid, das sei jetzt nicht das erste Mal. Auch hier im Hintergrund sehen wir, dahinter habe ich noch eine alte, vergleichsweise eine, das war eine Pfanne vom Lidl, dünn beschichtet, hat hervorragend funktioniert. Allerdings ist da mal auch einer mit dem Schwamm durchgegangen, mit dem Harder, und dann danach war sie kaputt. Dann hatte ich 3 Jahre lang eine Pfanne von der Firma Woll, mit Guss, Aluguss, mit einer Anti-Haftbeschichtung. So wie ich bin, habe ich gleich mal getestet, ob es Sache gut anbraten lässt, und zwar mit richtig heißer Temperatur auf 2,5 gestellt. Also Sachen, wo Fett drin sind, haben schon mal hervorragend funktioniert. Dann kommt immer mein Lieblingstest. Hier Nudeln mit Käse anschließend. Da pappt alles rein, also im hinteren Teil sieht man sie. Und zwar sieht man auch hier, dass wenn man Käse reintut und es heiß macht, am Anfang ist die schön, hat die eine quasi Schutzbeschichtung, funktioniert hervorragend, das kann man rauswischen, gar kein Problem, super Beschichtung, und deswegen überzeugt die Pfanne von Woll am Anfang sehr gut. Und wie man sieht, am Anfang, man muss nur rauswischen und die Pfanne ist hervorragend. Oh, das ist auch ganz cool. Pfanne dann heiß mal mit Kartoffeln und Käse. Käse ist einfach, man könnte meinen, der Tod aller Pfannen. Da backt alles an. Und hier sieht man auch, wenn man ganz genau in die Mitte guckt, der Käse, der perlt einfach ab. Das ist am Anfang echt wunderbar. Und wie gesagt, das ist jetzt die Pfanne nach einem Monat, und die Anti-Haftbeschichtung, die war immer noch spitze. Selbst wenn ich jetzt auch andere Sachen damit gemacht habe. Ein kleines bisschen Öl habe ich immer zugetan, weil sonst schon die Oberfläche direkt am Kontaktpunkt anbrät. Aber ansonsten, nach einem Monat richtig spitze Produkt, bis es dann nach 2 Jahren einfach kaputt war. Also am Anfang war die Wohlpfanne top. Und deswegen habe ich auch gleich zusätzlich 2 gebrauchte aus dem eBay dazu gekauft. Ganz schlecht, Wohlpfanne. Hier ist der ganze Belag kaputt gegangen, nach 2 Jahren oder 3 Jahren. Gebrauchte Wohlpfanne aus dem eBay gekauft, aus Guss, liegt schwer in der Hand. Belag ist einigermaßen noch ganz, aber geht auch gerade kaputt. Dann habe ich 2015, vor 2 Jahren, gleich mal eine Pfanne von Elo getestet. Die hatte ich mir damals auch, hat auch ganz gut funktioniert. Von Elo. Und da sieht man, dass diese Pfanne Pure Ivory, ELO, Musikband. Und dann am Anfang, auch hier, die Pfanne funktioniert wunderbar. Habe Pilze gebraten, alles mögliche getestet. Und damals hat auch meine andere Pfanne noch getan. Immer schön mit Deckel. Und wie man sieht, die Pfanne einwandfrei sauber, aber auch die andere Pfanne war niegelnagelneu, Beschichtung war okay. Und auch bei der anderen rechts daneben war es auch noch okay. Aber knapp 1 Jahr später ist diese Pfanne dann schon, sieht sie schon so aus, brennt eigentlich alles rein. Ist ein großer Scheiß, zeige ich euch nachher im Video. Das brennt dann danach immer an, das ist jetzt Elo, die andere ist aber vergleichswert. Dann emaillierte Pfannen, habe mich auch damit beschäftigt. Silit zum Beispiel, ja, heißt ja dann immer Silit, ist
funktioniert zwar, der Belag selber ist zwar gut, aber... Aber bei den emaillierten Pfannen, da brennt das Essen quasi immer an, vom Prinzip, man kriegt es danach aber auch wieder sauber. Und deswegen sind gefühlt diese Aldi- und Lidl-Pfannen, die so dünn sind und einfach lang funktionieren, einfach die besten, solange man sie richtig behandelt. Oder was der Tod einer jeden Pfanne ist, sind die hier. Der in Gelb, das ist der Tod einer jeden Pfanne. Und das in Blau ist der wieder, wie man die Pfanne ewig lang halten kann.